akzeptiert, dass ein bisschen Ruhe einkehren kann und ich dann Herrn Ritter das Wort erteilen darf. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Masse statt Klasse, Quantität statt Qualität, das, meine Damen und Herren, hat sich nach 2,5 Jahren als wahres Motto dieses Senates in vielen Bereichen herausgestellt. Masse statt Klasse, Quantität statt Qualität, so verfahren Sie auch beim Ausbau der Ganztagsangebote. Mit immer gleichen Rekordmeldungen aus der Schulbehörde versuchen Sie, diesen Trend zu übertünchen. Tatsächlich gibt es zwar so viele Ganztagsangebote wie noch nie und auch eine sehr hohe Teilnahmequote, aber erstens haben die Eltern keine Wahlmöglichkeit mehr, denn die Horte sind geschlossen, und zweitens lässt der Senat die Alternativen, nämlich die offenen Angebote, durch seine Kürzungspolitik ausbluten. Herr Senator Rabe, wir haben Sie vor den Sommerferien zum Nachsitzen aufgefordert, denn aus unserer Sicht waren die Rahmenbedingungen für den Ganztagsausbau unzureichend und die Eltern waren zu Recht besorgt. Und sie sind auch jetzt noch in großer Anzahl besorgt, wie wir aus vielen Briefen und aus Mails wissen. In der heutigen Ausgabe der Morgenpost werden die Zustände als unhaltbar bezeichnet und die Nachmittagsbetreuung als katastrophal bewertet. Leider müssen wir aber feststellen, dass sie die Sorgen der Eltern nicht ernst genommen haben und auch weiterhin nicht ernst nehmen. Stattdessen verweisen Sie auf die hohen Teilnahmequoten, auf die Standorte, an denen es einigermaßen klappt. Das ändert aber nichts daran, dass es zahlreiche Schulen gibt, an denen der Start der GBS-Einführung überhaupt nicht geklappt hat. Deshalb haben sich die Sorgen vieler Eltern einige Wochen nach dem Start der Ganztagsschule auch nicht in Luft aufgelöst. Ganz im Gegenteil. An vielen Standorten ist die Kritik der Eltern größer denn je, weil sich ihre Befürchtungen, die sie geäußert haben, bewahrheitet haben. Nur 43 der 70 neuen Kantinen wurden zum Schuljahresbeginn fertiggestellt. Die Kinder müssen sich an fast allen Standorten in mehreren Schichten beim Essen abhetzen und haben dafür oft nur 20 Minuten Zeit. So wird die Schule nicht zum Lernen und zum Lebensort, sondern zu einer besseren Verwahranstalt. Und, meine Damen und Herren, das sind keine Anfangsprobleme, sondern das sind schwerwiegende Mängel, die mit einer sorgfältigeren Planung vermieden hätten werden können. Stattdessen aber wurde überstürzt gehandelt, blieben Hausaufgaben in der Behörde unerledigt und wurden Eltern einfach unzureichend mitgenommen. Dieses Verhalten sollten Sie dringend ändern, Herr Rabe. Schlecht steht es auch um die Betreuungsqualität. An allen Standorten soll es pädagogische Konzepte geben. Die Eltern mussten ihre Kinder aber anmelden, ohne das konkrete Angebot vor Ort zu kennen. Pädagogische Mindeststandards für die Konzepte lagen noch gar nicht vor, als sie erstellt werden sollten. Stattdessen werden die Konzeptideen erstmal gesammelt. Irgendwann sollen dann auf Grundlage dann Mindeststandards erstellt werden. Meine Damen und Herren, wieder einmal der zweite Schritt vor dem ersten Schritt gemacht. Verzeihung, Herr Ritter, ich würde Ihnen gerne ein bisschen mehr Gehör verschaffen. Das ist ein unglaubliches Gewusel und Gerenne und Geflüster und Getue hier. Vielleicht können Sie sich gemeinsam bemühen, dass der Lautstärkepegel ein bisschen so ist, dass man Herrn Ritter gut verstehen kann. Fahren Sie bitte fort. Danke, Frau Präsidentin, das war absolut berechtigt. Diesen Fehler kennen wir ja schon vom unglücklichen Vorgehen des Sozialsenators in Sachen Kürzung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Da wurde runtergekürzt, ohne überhaupt zu wissen, wie sich die Nachfrage entwickelt oder welche Kooperation zwischen offenen Angeboten und Schulen im Ganztag entstehen. Und diese Kenntnislosigkeit des Senats hält bis heute an, meine Damen und Herren. Wo welche Vereine kooperieren, ist ebenso unklar wie die Einbindung in den Sozialraum oder die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Meine Damen und Herren, Herr Senator Rabe, die Oppositionsfraktion, die Elternvertreter, die Träger und viele mehr, alle haben Sie gewarnt, dass das Ausbautempo in Sachen GBS zu hoch ist. Jetzt rächt sich, dass Sie diese Warnung in den Wind geschlagen haben und Sie die bittere Realität einholt. Mit einer flächendeckenden Ganztagsbetreuung leid, die fast überall Unzufriedene hinterlässt. Unzufriedene Kinder, die an vielen Standorten deutlich spüren, dass sie sich nur aufbewahrt fühlen. Unzureichende Erzieherinnen, die unter schlechten Rahmenbedingungen nur sehr schwer gute Arbeit leisten können. Und unzufriedene Eltern, die keine Hortplätze mehr wählen können und sich nun in die triste Angebotsrealität fügen sollen. Aber wir können und müssen gemeinsam dafür sorgen, dass das Großprojekt GBS aufhört zu schlingern und stattdessen ins Rollen kommt. Nehmen Sie die Sorgen der Elternvertreter,
der Träger der Schulen ernst, statt sich nur angeblich Erfolgsstatistiken zu bewundern? Holen Sie alle Handeln an einen Tisch und sprechen Sie mit den betroffenen Eltern, Lehrern, Schülervertretern und Verbandsspitzen, um für konkrete Verbesserungen zu sorgen. Und nehmen Sie den Begriff Qualität endlich ernst. Setzen Sie auf Klasse statt Masse.